Hallo liebe Videospielfreunde, hier ist wieder euer Andy von Retro Video Game Reviews und ich begrüße euch zu einem neuen Video Review. Heute im Fokus Forza Motorsport 5 für die Xbox One. Neben Rise und dem mittlerweile indizierten Zombiespiel von Capcom ist Forza Motorsport 5 der dritte exklusive Xbox-Launch-Titel, welcher die meiste Aufmerksamkeit genießt. Und das nicht ohne Grund, denn sowohl Microsoft als auch Entwickler Turn 10 protzten im Vorfeld mit allerlei neuen Ankündigungen und Ideen rund um das Rennspiel. Was davon im Endprodukt zu finden ist und dass nicht alles Gold ist, was glänzt, erkläre ich euch im Video. In meinem Video-Review möchte ich verstärkt auf Gameplay-Elemente eingehen, die von den Entwicklern groß angekündigt wurden und tatsächlich maßgeblich zum Spielspaß beitragen. Auf der anderen Seite kläre ich euch über zwei Aspekte auf, die mir sauer aufstießen und einen bitteren Beigeschmack hinterließen. Doch vorerst zum Spiel selbst. Nimmt man nachfolgende Punkte außen vor, handelt es sich bei Forza Motorsport 5 um ein rein rassiges Rennspiel, das im Grunde genau so gestrickt ist wie der geniale Vorgänger. Mit dem Unterschied, dass Details wie etwa die Karriere oder der Fuhrpark leicht verändert wurden. So fahrt ihr diesmal in 8 verschiedenen Rennserien, die wiederum in Meisterschaften unterteilt sind. Je nach Wettbewerb stehen euch andere Fahrzeuge zur Verfügung, was mehr Abwechslung mit sich bringt als noch im letzten Ableger. Eine kleine, aber feine Verbesserung bekam auch der Fuhrpark. Dieser ist zwar nicht mehr ganz so groß, dazu aber später mehr. Dafür jedoch ausgewogener, da ihr wirklich von jedem Fahrzeugtyp Boliden im Spiel findet. Nun aber zu den oben genannten wichtigen Punkten in Forza Motorsport 5. In dem Bestreben, dem Erbe Japaner. Das wohl größte Feature in der neuen Rennspielsimulation ist das sogenannte Drivatar-System. Dabei handelt es sich um eine generierte KI, mit der eure Gegner in den Offline-Modi gefüttert werden. Aber woraus wird diese generiert, werdet ihr euch fragen. Nun, der Cloud-Speicher, der von eurer Xbox One genutzt wird, kommt hierbei zum Einsatz. Jeder Gamer, der Forza Motorsport 5 spielt, hinterlässt beim Fahren einen, wenn ihr so wollt, virtuellen Fingerabdruck. Mit diesem ist das Fahrverhalten gemeint, das vom Spiel nach jedem Rennen in die Cloud geladen wird. Fahrt ihr ausgesprochen präzise, nehmt Kurven wie ein Profi und seid spitze beim Überholen, zeichnet die Cloud dies auf. Seid ihr eher ein aggressiver Geselle, so wie ich, der seine Gegner auch gerne mal von hinten rammt, wird diese Fahrweise ebenfalls gespeichert. Aus all den Daten wird daraufhin euer Drivatar generiert, also ein Abbild des eigenen Könnens in Forza 5. Eben dieser Drivatar bestreitet an eurer Stelle in den Offline-Modi anderer Spieler Rennen, die ihre Konsole mit dem Internet verbunden haben. Klingt auf dem Papier ein wenig kompliziert, funktioniert in der Praxis aber erstaunlicherweise sehr gut und bereichert das Fahrerlebnis erheblich. Ich hatte über die gesamte Spielzeit das Gefühl, gegen echte Gegner zu fahren. Dabei hängt die Stärke der Drivatare vom gewählten Schwierigkeitsgrad ab. Steigt ihr auf einer niedrigen Stufe ein, so versorgt euch das Spiel mit schwächeren Rivalen, die häufiger Fehler machen und euch so eine Chance zugestehen. Seid ihr dagegen Forza-Veteran und beginnt auf einem hohen Niveau, müsst ihr euch gegen eine weitaus bessere Cloud-KI behaupten, die Chancen effektiver nutzt, aggressiver agiert und euch weniger Spielraum überlässt. Alles in allem klappt das neue KI-System unglaublich gut und lässt die Singleplayer-Erfahrung dynamischer wirken. Ich hoffe, dass solch ein KI-System bald Schule machen wird und wir es in weiteren Rennspielen zu sehen bekommen. Neben dem Drivatar-System ist das neue Rumble-Feature die zweitgrößte Neuerung in Forza 5. Die Schultertasten des Xbox One-Controllers wurden mit separaten Motoren ausgestattet, die unabhängig voneinander im Einsatz sind und auf eure Fahrweise reagieren. Landet ihr etwa beim Fahren mit den rechten Reifen im Schotter, lässt euch der Controller in der RT-Taste genau das fühlen. Bremst ihr aber zu stark ab und euch droht der Wagen auszubrechen, werdet ihr ebenfalls gewarnt und könnt mittels LT-Schultertaste ein wenig von der Bremse gehen. Auf diese Weise gestalten sich die Rennen unglaublich intensiv, da ihr jeden Fehler, den ihr begeht, spürt und sofort darauf Einfluss nehmen könnt. Dabei hätte ich es anfangs nie für möglich gehalten, wie sehr solch eine Spielerei das Fahrgefühl bereichern kann. Im Zusammenspiel mit der Drivatar-Technik ist den Entwicklern von Turn 10 wahrlich eine Neuheit gelungen, die ich in keinem Racer mehr missen will. Man muss es einfach selbst erlebt haben, um diese Faszination, die daraus entsteht, zu verstehen. Ein Punkt, der für mich selbstverständlich war, ist die bessere Optik.
Die Xbox One ist weitaus leistungsstärker als ihre Vorgängerkonsole. Doch sieht man das bei Forza 5 nur bedingt. Allen voran sind es die Fahrzeugmodelle, die natürlich positiv herausstechen. Vor allem in den Nahaufnahmen wirken die Boliden fotorealistisch und unfassbar detailliert. Auf der Straße machen BMW, McLaren und Co. eine sehr gute Figur, was ebenfalls für die meisten Strecken gilt. Der Rennkurs in Prag etwa, um hier ein Beispiel zu nennen, sieht famos aus. Wenn ihr einen Hang hinunterrast und dabei auf die komplette Stadt gucken könnt, bevor euch die Mittagssonne blendet, wisst ihr, dass es sich beim Forza Motorsport 5 um das Rennspiel einer neuen Konsolengeneration handelt. Auf der anderen Seite wirken ein paar Strecken keinesfalls so, als wären sie für eine stärkere Hardware konzipiert worden. Das liegt natürlich daran, dass schon Forza 5 ein Grafikbrett war, doch sollten triste Kurse der Vergangenheit angehören. Trist und uninspiriert sehen zudem einige Streckendetails aus, was erst beim genauen Hinsehen auffällt, da man sich beim Rennen ja auf die Gegner konzentriert. Trotz allem fallen die trostlosen Pisten spätestens im Fotomodus auf, was nicht wirklich Next-Gen würdig ist. Doch sind diese nichts weiter als heiße Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man sich die famose Präsentation von Forza Motorsport 5 im Ganzen ansieht. Weitere Kritik gibt es in Sachen Content. Forza-Veteranen unter euch wird auffallen, dass der aktuelle Ableger weitaus weniger Autos und Strecken bietet als der Vorgänger. Waren es in Forza 4 mehr als 500 Boliden, so dürft ihr euch hier nur hinter 200 verschiedene Lenkräder setzen. Und anstatt auf 25 Kursen zu heizen, sind es hier nur noch 14, die euch euer Können abverlangen. Nun sind über 200 Autos bei weitem nicht wenige, doch gemessen an den Erwartungen, die aus früheren Teilen der Serie entstanden sind, ein Schritt zurück. Gleiches gilt für die Rennkurse, was mich zu der Vermutung bringt, dass wir in Zukunft sicherlich mit reichlich DLCs rechnen dürfen. Eine Stadt, die bekannt für ihre wunderschöne und eindrucksvolle Architektur ist. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt in diesem Video-Review zu sprechen. Micropayment-Systeme kennt man ja bereits aus anderen Spielen. So konnte man beispielsweise bei Dead Space 3 stärkere Waffenteile kaufen, um sich frühzeitig im Action-Spektakel weitaus bessere Waffen zu bauen. Ein Feature, das bei den Gamern nicht gerade auf Akzeptanz traf und so den ein oder anderen Entwickler bzw. Publisher in ein schlechtes Licht stellte. Nun versuchte sich auch Turn 10 am besagten System. Im Detail heißt dies, dass ihr eure neuen Wagen nun mit sogenannten Tokens erwerben könnt. Zwar lassen sich alle der 200 Fahrzeuge mit Fleiß und den dabei verdienten Credits immer noch freispielen, doch wer es eilig hat, darf nun zu den Tokens zurückgreifen. Neben der Ingame-Währung, also den Credits, kauft ihr euch Tokens also mit echtem Geld. Wenn man sich aber vor Augen führt, dass Forza 5 im Handel bereits 70 Euro kostet und Turn 10 euch dazu animiert, für das Rennspiel weiterhin Geld auszugeben, so hinterlässt es bei mir einen bitteren Nachgeschmack. Auch wenn das System der Microtransactions optional bleibt, möchte ich es nicht unterstützen und appelliere auch hier an den Ehrgeiz eines jeden Gamers. Verdient euch eure Credits in Forza 5, indem ihr Spaß an dem Spiel habt.